Ich bewirke, dass die Leute offen sind. Wir nennen es den Susan-Effekt. Damit man euch aus Indien rausholt, habe ich mich bereit erklärt, eine geheime Mission zu übernehmen. Eine Mission? Das letzte Sitzungsprotokoll der Zukunftskommission. Was für eine Kommission? Die Zukunftskommission! Wir haben erkannt, dass die Ressourcenknappheit zu immer extremeren Auseinandersetzungen bis hin zu Krieg führt. Es wird entkernt. Alles wird weggebracht. Geräte, Dateien, Dokumente. Was war die erste Frage? Mama. Warum sind die Leute so scharf auf dieses letzte Protokoll? Als ihnen allmählich klar wird, wie oft sie ins Schwarze treffen. Sie sind Henrik Cornelius, nicht wahr? In der Tat. Sie waren Mitglied der Zukunftskommission? Susan Svensson. Du kennst meinen Namen, Edward. Kann ich mit dir über die Zukunftskommission reden? Aber Watergate haben wir dann oft den Tag genau vorhergesagt. Aber wie immer hat man uns totgeschwiegen. Auf uns. Die Auserwählten. Auf die geistige Elite! Es ist ganz einfach. Wenn Menschen sich begegnen, egal wie kurz oder lang, versuchen sie einander zu erreichen. Ist das der sagenhafte Effekt? Better find somebody to love.